Hallo! Diesen Monat haben sich du ich und die DHL ja wohl selbst übertroffen in puncto Schnelllieferung. Denn meine Doogie-Box ist heute schon reingerauscht. Außerdem erreichte mich heute eine freudige E-Mail mit einem 10-Euro-Gutschein ohne Mindestbestellwert, den man einlösen kann. Das war ganz toll und hat das Stündchen Warten auf die Boxenfreischaltung doch auf jeden Fall wieder wettgemacht. Nun, dann zeige ich euch mal flugs, was ich mir ausgesucht habe. Hauptprodukt ist wieder was Pflegendes. Ich weiß, viele von euch stehen da gar nicht drauf. Ich finde es ganz toll, vor allen Dingen, wenn es Sachen sind, wie hier von Good Skin Labs, eine Creme, die im Schnitt um die 40 Euro kosten, wenn ihr damit nichts anfangen könnt. Ich denke, auf eBay werdet ihr sicherlich Abnehmer finden. Ich freue mich sehr, dass ich dann sowas ausprobieren kann, ohne dafür so viel Geld auf den Tisch packen zu müssen. Ausgesucht habe ich mir dann von Biotherm eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 30. Ja, der Sommer ist eh schon wieder fast vorbei, aber ich dachte mir, die interessiert mich trotzdem. Mit UVA und UVB-Schutz. Dann habe ich mir von Kiehl's das Midnight Recovery Konzentrat ausgesucht. Das ist ja auch schon durch diverse Blogs und Foren gegeistert und wurde immer wieder lobend erwähnt. Deswegen freut es mich auch, das mal testen zu können. Und zu guter Letzt durfte noch zwei Haarpflegeprodukte mit, und zwar von Alterra. Einmal das, eine Rehab Deep Hydration Mask, also sprich eine UV-Schutz, Lala, Color Care, Haarmaske. Und aus der Bamboo-Reihe Bamboo Volume ein Uplifting Root Blast. In so einem fancy kleinen Spraydingens. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Ja, das, wie gesagt, meine Goodies, die ich mir hier zusammengestellt habe. Ich hoffe, eure Box kommt auch so zeitig an. Oder morgen, wie auch immer. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!